Servus zu diesem Übungsvideo zu den Mixed Tenses. Ich habe mir ein Arbeitsblatt von 4Teachers runtergeladen, Link hier und in der Beschreibung. Und das lösen wir jetzt mal gemeinsam. Ich erkläre dir jetzt hier die ganze Zeit nicht einzeln, weil dafür habe ich extra Videos und das würde zu lange dauern. Wenn du nicht mehr sicher bist, hier ein Link mit einem Video. Gehen wir es an. Und das Erste, was du machen solltest, ist dir erstmal durchlesen, was du für Zeiten einsetzen solltest. Und zwar hier Simple Present, Present Progressive, Simple Past, Past Perfect, Past Progressive und Present Perfect. Wir haben also kein Present Perfect Progressive, Past Perfect Progressive und Future Tenses haben wir auch keine. Ich habe manchmal Schüler, die machen das falsch und setzen was ein, was es überhaupt nicht gibt. Okay, so, wenn du jetzt nicht sicher bist, wie wir das machen, hier ein Video zum Lösen von Grammatikaufgaben und los geht's. Who here of Joanne K. Rowling? Das Hören wirkt sich auf jetzt aus, war aber in der Vergangenheit, weil dann kann ich nämlich sagen, ja, ich hab von dir gehört. Also Handlung, Vergangenheit, Auswirkungen jetzt, Present, Perfect. Who has heard? Vielleicht schreibe ich mit dem Stift, dann schreibe ich auch. Has heard of Joanne K. Rowling. Achte bitte darauf, dass das ein unregelmäßiges Verb ist und du das ohne das E hier schreibst. Joanne K. Rowling was born on January 31st in Chipping, England. She, to be a contemporary writer of English fiction, ich würde hier nur zulassen, is, has been, weiß ich nicht, ne, macht irgendwie keinen Sinn. Die schreibt ja immer noch, contemporary steht hier eine 1, heißt zeitgenössisch. Her famous series about a student Harry Potter, which to gain international attention and which sells since it was published. Hier haben wir ein ganz großes Signalwort. Na, ich mache das mal mit dem Textmarker, dann ist das irgendwie schöner. Since ist ein Signalwort für Present. Perfect. Das passt hier auch auf beide Lücken, weil der Harry Potter hat diese Anerkennung ja bekommen und der Verkauf dauert an. Also, has gained und has sold. Achte wieder auf das unregelmäßige Verb. Is world famous. In 2004, the Forbes magazine to write that she to earn more than $1 billion till then. Und Vorsicht, hier haben wir jetzt zwei Handlungen in der Vergangenheit. Eine war vor der anderen. Wenn du sowas siehst, müssen sofort die Alarmglocken klingeln. Hier will jemand wissen, ob du Simple Past und Past Perfect kannst. Past Perfect vor Vergangenheit. Das ist die Handlung, die zuerst passiert. Und die muss die Kohle ja verdienen, bevor das Forbes das schreiben kann. Also ist diese Handlung als erstes, diese Handlung als zweites, das was zuerst ist, ist das Past Perfect. Also she had earned und the magazine wrote. No one to earn ever that much money. Ever ist ein Signalwort für Present Perfect. Also no one has ever earned. The English-born author to have one younger sister who is called Diane. Naja, die gibt's noch. Die hat die. Has. Bitte hier kein Present Perfect Progressive. Is having. Das geht nicht. I am having heißt ich esse. Das wäre komisch. She to tell already great stories when she go to secondary school. Vorsicht. Hier already ist ein Signalwort für Present Perfect. Meistens. Ist kein hundertprozentiges. Und hier sind zwei aufeinanderfolgende Handlungen in der Vergangenheit wieder. Ne? Die hat die schon bereits gesagt. Die hat es bereits Geschichten erzählt, als sie dann auf die Schule kam. Vorsicht. Dieses Erzählen passiert zuerst. Die auf die Schule kommen passiert danach. Hier ist wieder Past Perfect. Und Simple Past. She had already kommt dazwischen. Told great stories when she went to secondary school. After she to study French and classics at the University of Exeter, she to spend 1 year in Paris and to move to London to work there for Amnesty International.
Okay, hier sind jetzt drei Handlungen in der Vergangenheit und es ist wieder genau das Gleiche. Also schauen wir mal, was zuerst passiert. Also das hier ist zuerst, erst studiert sie, danach geht sie nach Paris und dann nach London, also after she had studied, she spent, Vorsicht, unregelmäßiges Verb mit T und moved. Also hier einfach mit System vorgehen. During this time she to invent the story of Harry Potter on a train trip. During this time she invented. To invent ist sowas wie to join. Ja, das hat Auswirkungen auf jetzt, aber dieser Schaffenszeitpunkt, ja, die ist halt in dem Zug gehockt. Ja, englische Züge sind langsam, aber nicht so langsam. Wenn du am deutschen Bahnhof wärst, wärst du was anderes, ne? Nee, im Ernst, invent, wie join, arrive, kurzer Moment, simple past, auch wenn Auswirkungen auf jetzt. She, bla bla bla, began writing during her lunch hours, began writing during her lunch hours. The author to move to Oporto, Portugal then, moved, ja, ist keine Auswirkung auf jetzt, weil die war halt da, ne? She to teach English there before she to move back to England in 1995, ja, also bitte, wenn du sowas wie before schon siehst, ja, ist kein wirkliches Signalwort, aber es gibt hier so ein bisschen so die Idee, dass es hier aufeinanderfolgende Handlungen gibt. Also she, das war zuerst und danach ist sie umgezogen, also she had taught English there before she moved back to England in 1995, while, she live in Portugal, she get married and she to have one daughter, but her marriage not, ne? Work out. Ja, da haben wir jetzt mehrere Handlungen in der Vergangenheit, länger andauernde, unterbrechende. Und da will man jetzt sehen, ob du das Past Progressive und das Simple Past kannst. Wenn du dir da nicht sicher bist, gibt es ein extra Video, ist auch verlinkt. So, also die länger andauernde Handlung im Past Progressive, die unterbrechende Handlung im Simple Past. Also, das in Portugal leben dauert länger als das in Portugal lebend heiraten. Also ist das in Portugal leben im Past Progressive. While she was living in Portugal, she got married, das ist im Passiv, das gehört so, also musst du das got hier in die Vergangenheit setzen. And she had one daughter, nicht was having, haben wir vorher schon gesagt, essen nicht gut, außerdem hier Kind kriegen dauert kürzer als in Portugal leben. But her marriage didn't work out. Hasn't worked out, wenn sie immer noch extrem traurig wäre, aber das Gefühl beschleicht mich jetzt bei ihr eher nicht so. Didn't work out. When she to come back to England in December 1994, she to have no money and she to live on social welfare. Alles im Simple Past, ja, da bedingt sich nichts Großartiges, nichts vor dem anderen. Ja, die kommt zurück, und aber da hat sie ja schon kein Geld. Ja, also die kommt nicht zurück, weil sie kein Geld hat, sondern die kommt zurück und sie hat kein Geld und sie lebt dann von Sozialhilfe. Also alles simple past. Past perfect, simple past. Da muss das eine irgendwie das andere wirklich auch ein bisschen bedingen. Das geht vorher und zwar deutlich. Wenn die ihr ganzes Geld verprasst hätte und zurückkommt, dann wäre das so. Aber das ist ja hier nicht so. Also when she came back to England, she had no money and she lived on social welfare. She wrote the first volume of Harry Potter during this time. Keine Signalwörter, sonst irgendwas. Six of the seven volumes of Harry Potter have already been published. This is very old. All of them have been, ja, wir haben also hier vorher present perfect, machen wir hier auch now, J.K. Rowling to be even richer than the Queen, das ist ein Fakt immer noch, also is, Fakten sind im simple present. She
To buy an expensive house in Scotland land, which is called something or other. Das ist vorbei. Hat Auswirkungen, klar, sie kann da drin wohnen, aber nicht wirklich. So ist auch wieder wie ankommen, simple past. This not be her only house, she also a house in London, which is worth $11 million. Surely it's worth more now. So, also, das ist nicht ihr einziges Haus, wieder ein Fakt, im Simple Present. Isn't her, also das haben wir schon. Isn't her only house, she also owns, bitte achte darauf, dass es hier she ist und nicht, dass du schreibst, she own a house in London, which is worth 11 million. She to marry a second time a man called Dr. Neil Murray. Und jetzt ist wieder wie vorher, she married. Du könntest auch schreiben, has married, wenn du jetzt hier sagen willst, wie toll diese Zeit ist und gerade der Kontrast zu der nicht geklappten Ehe vorher. In der Schulaufgabe würde ich hier beides gelten lassen. Da kann man diskutieren, das hat ein bisschen unterschiedliche Bedeutungen, aber ne? In der Schule lassen wir mal die Kirche im Dorf. And she currently ist ein sehr deutliches Signalwort und achte hier drauf, klar, das ist uralt hier, dieses Arbeitsblatt, aber es hat Mixed Grammar. Wenn er currently steht, mach bitte das Present Progressive. Natürlich ist die das nicht mehr am Tun. Die macht ja schon Magical Beasts und sonst irgendwelches Gedöns. Das ist eine Turnübung. Wie gesagt, extra Video hier. Is currently writing her seventh book about Harry. And that's it. So, ich hoffe, dieses Video hat dir was gebracht mit dem schrittweise Vorgehen. Wenn irgendwas unklar ist, schreib einfach in die Kommentare. Ich beantworte Fragen gerne. Vielen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen, der das auf 4Teachers gestellt hat. Ist immer gut, wenn man so Übungsmaterial hat. Wenn dir das Video was gebracht hat, mach die ganzen YouTube-Sachen Like, Comment, Sub. Es hilft mir wirklich weiter, weil der Algorithmus das mag. Dir viel Erfolg in Englisch. Alles Gute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao. Servus.